Er ist mein Liebling des letzten Jahres geworden und es ist eine bodenlose Frechheit, dass dieses Meisterstück nicht auf der großen Leinwand gezeigt wird. Aber Step by Step. Joe Gardner, ein Musikaushilfslehrer an einer Middle School, bekommt auf einen Schlag zwei lebenseinschneidende Möglichkeiten. Er bekommt eine Festanstellung als Lehrer für genannte Schule. Kurze Zeit später bekommt er den Gig seines Lebens, als er einen Musiker eines Quartetts ersetzt und dafür direkt als Ensemblemitglied gesetzt wird. Alles scheint perfekt zu laufen. Doch dann fällt Joe in einen offenstehenden Gully und stirbt. Seine Seele landet auf dem Laufband zum Jenseits und ihm bleibt keine andere Wahl, als seinen endgültigen Tod, sein Schicksal anzunehmen. Aufgrund des miesen und schlechten Timings schafft er es, von diesem Laufband zu flüchten und fällt zufälligerweise ins sogenannte Davorseits, wo alle frischen Seelen nicht auf den Tod, sondern auf das Leben auf der Erde vorbereitet werden sollen. Um nicht aufzufliegen, nimmt Joe die Rolle eines Mentors ein, um sich seinen Erdpass zu verdienen, der die einzige Möglichkeit bietet, wieder in seinen Körper und damit zurück in sein Leben zu finden. Doch als ihm die aufbrausende und abgebrüht gelangweilte Seele namens 22 zugewiesen wird, wird die ganze Sache deutlich schwerer als gedacht. 22 ist schon seit Jahrhunderten im sogenannten Davorseits und kann sich für nichts begeistern, was Joe die Chance zur Vollendung auf seinen Erdpass enorm erschwert. Soul ist der 23. Animationsfilm aus dem Hause Pixar, erschien zusammen mit Onward im Jahr 2020 auf Disney Plus und hat neben einer Lauflänge von genau 100 Minuten keine Altersbeschränkung, was ich allerdings mit einem Fragezeichen versehen muss. Soul ist ein schön anzusehender, nachdenklicher, philosophischer und gefühlvoller Film, der mit einigen Wendungen in seiner Narration für ordentlich Pep und viel gute Laune sorgt. Der Zuschauer hinterfragt sein eigenes Leben und wird durch 2 bis 3 Szenen auf sein eigenes Dasein aufmerksam gemacht. Die Message dieses Films ist die großartigste und affirmativste seit Jahren. Diese Botschaft, so trivial sie auch klingen mag, ist so gefühlvoll und feinfühlig animiert, wie es nur dem Pixar Animation Studios gelingen kann. 2 Oscars darf sich dieser Film bereits jetzt in die Tasche stecken. Bester Animationsfilm und beste Filmmusik. Trent Reznor und Atticus Ross haben in Zusammenarbeit mit John Batiste einen magischen Soundtrack kreiert, der zwischen sphärischen Klängen und poppigen Jazz-Einlagen gekonnt hin und her springt. Der Film ist nicht nur ein Fest fürs Auge, sondern auch fürs Ohr. Wenn wir uns der eigentlichen Animation dieses Filmes widmen, muss ich sagen, dass sich die Animateure seit Pixars erstem 90-minütigen Spielfilm Toy Story aus dem Jahre 1995 um das Hundertfache weiterentwickelt und verbessert haben. Die Animation vom Davorseits, dem Jenseits, Jazzclubs und New York ist dermaßen schön und angenehm zu betrachten, dass man zeitweise vergisst, einen Animationsfilm zu sehen. Zumal die Geschichte zum Großteil durch echte Menschen und echte Szenarien dargestellt und präsentiert wird. Im Jenseits und im Davorseits ist es nicht nur dieses atemberaubende Laufband, was zum Jenseits führt, sondern es sind auch die einzigartigen Figuren, die die Seelen zählen oder neue und frische Seelen ausbilden und diesen Charaktereigenschaften zuweisen. Im Original verleihen Jamie Foxx und Tina Fey, Joe Gardner und 22 Leben und spicken diese Figuren somit mit viel Feingefühl und bescheren dem Zuschauer oftmals einige sehr gute Gags, die dermaßen Platz daherkommen, dass ich zuweilen laut lachen musste. Der Rest des Voice-Cast-Ensembles macht seine Sache ebenfalls sehr gut und überzeugend. So sind es zum Beispiel die Jerrys und der Counter, Terry, die neben ihrem Erscheinungsbild, das zum einen dem Finder von Apple ähnelt, welcher auf zweidimensionalem Wege die Figuren wie Zeichnungen erscheinen lässt. Diese Wesen können jedoch in die Tiefe greifen und sich in jede Form wandeln. Pixar hat enorme Fortschritte in der Animation gemacht. Und das merkt man einmal mehr mit ihrem neuesten Geniestreich Soul. Was ist denn jetzt aber das eigentliche Besondere, was viele Kritiker und viele Zuschauer gleichermaßen an diesem Film abfeiern? Es ist seine anfangs erwähnte Botschaft, die der Film auf unterschwellige Art den Betrachter allerdings auf direktem Wege ins Mark trifft und erschüttert. Viele Weisheiten und Redewendungen, die den Figuren des Films Energie, Kraft und Mut spenden, ähneln einigen bereits bekannten Weisheiten von einem Küchenkalender oder auch Sprüchen aus einem Glückskeks.
Dennoch gelingt es Pete Docter und Camp Powers, die hier nicht nur die Regie führten, sondern darüber hinaus noch das Drehbuch schrieben, auf herzliche und warme Weise die kleinsten Momente des Lebens zu zelebrieren. Sei es ein Ahornblatt, was in einem goldenen Licht vom Baum rieselt, ein Kinderlachen in der Ferne, ein Feuerwerk oder eine U-Bahnfahrt. Hier wird jede Pore berührt. Kleinigkeiten, die wir als Menschen, als Konsumenten, komplett vergessen. Die kleinen Dinge werden hier gezeigt und sensibel an den Zuschauer geführt. Soul ist ein Film, der in erster Linie für die ältere Zuschauerschaft gemacht wurde, da sich die grundlegende Thematik mit dem Tod, dem Jenseits und der Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt. Kleine Kinder werden mit diesen Fragen nichts anfangen können. Gerade im Jahr 2020, dem schrecklichen Corona-Jahr, nimmt einen diese herzzerreißende Geschichte fest in den Arm und streichelt einem den Rücken. Obwohl hier kein einziger echter Mensch mitspielt, ist dieser Film der menschlichste des letzten Jahres. Ab dem zweiten Drittel wird die Geschichte immer sensibler und schafft bis zum Ende hin mit einer spielerischen Leichtigkeit den Zuschauer zu Tränen zu rühren. Soul ist der Ist das Leben nicht schön Film des Animationsfilmgenres. Soul ist ein Film mit einem großen Herzen, der allerdings so einige Plotlöcher beinhaltet. Aber zum Ende hin wird seine Message so kräftig präsentiert, dass es bei mir einen wahnsinnigen Eindruck hinterlassen hat. Darüber hinaus ist er nicht nur der beste Animationsfilm des letzten Jahres, sondern auch mein Lieblingsfilm des letzten Jahres. Meiner Meinung nach sollte jeder, der die Möglichkeit hat, sich Soul anzusehen, diese Chance nutzen. Angucken, begreifen und leben. Soul bekommt von mir eine bärenstarke 9,1 von 10 Punkten. Wie hat euch der Film gefallen? Was fandet ihr gut und was nicht? Was sagt ihr zu dem Happening, welches sich nach den ersten 30 Minuten ereignet? Lasst es mich wissen und schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich schon sehr über eine konstruktive Diskussion und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis bald, euer Basti.